Ich war schon immer sehr, sehr sozial eingestellt. Ich kann es nicht sehen, wenn es Menschen schlecht geht. Mein Mann, der saß damals, oder wir saßen fassungslos damals vorm Fernseher und haben die Bilder gesehen von der Flut. Und ich kannte immer noch nicht. Auf jeden Fall hat mein Mann einmal zu oft gesagt, oh, den müsste man helfen. Und ich bin kein man müsste, man muss. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre ins Ahrtal. Hat er gesagt, bist du doof? Wo willst du hin? Was willst du machen? Dann habe ich gesagt, ich fahre jetzt hoch. Dieses Helfercamp in Ringen, ich am allerersten Tag, am 5. August, also meinem ersten Tag, in Altenburg gelandet. Ich bin jemand, ich habe von Anfang an gesagt, wir lassen euch nicht im Stich. Und wir werden auch oft gefragt, warum fahrt ihr noch ins Ahrtal? Da ist doch wieder alles schick. Nein, wir fahren so lange runter, bis der letzte Stein da ist, wo er hingehört. Und vorher nicht. Also mir ist es wichtig, jetzt gerade im Ahrtal, die Menschen sind ja traumatisiert. Viele haben aufgegeben, sind hoffnungslos. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mit jedem Besuch ein Stück Hoffnung mitbringe. Also ehrenamtliche Arbeit kann sehr, sehr befriedigend sein. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man nach Hause geht und man weiß, ja, es ist ja, ich bin ja im wirklichen Leben arbeite ich in der Pflege und da geht es mir genauso. Wenn ich nach Hause gehe, weiß ich, ich habe denen jetzt wieder geholfen, ich habe dem den Alltag erleichtert, ich habe Positives bewirkt. Wenn jeder Mensch ein ganz klein bisschen jeden Morgen sich vornimmt, ich helfe einem anderen Menschen, würde unsere Welt viel, viel, viel schöner aussehen, besser laufen. Es würde vielen Menschen besser gehen. Und ein bisschen Zeit für andere hat jeder. Wer ein bisschen Empathie hat, und wenn es nur beim Rausgehen Türe aufhalten oder mit offenen Augen durchs Leben laufen und wenn eine Oma eine Einkaufstasche schleppt, kann ich ihnen helfen.